Felix, siegreich bei deinem Ex-Club gewesen. Wie habt ihr das heute, das Spiel für euch entscheiden können? Ja, ich würde sagen, wir sind halt selber in den Kampf gekommen. Es war uns klar, dass wir erstmal zu Null spielen wollten. Das ist leider nicht gelungen. Aber wir haben versucht, eben kompakt zu stehen und dann eben auf unsere Chance zu lauern, weil wir wissen, dass wir eben nach vorne und in der Offensive ziemlich stark besetzt sind und auch immer eine Torchancen rausspielen. Und gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir 3-4 Hochkaräte hatten. Ja, aber wir sind halt eben über den Kampf gekommen und haben dadurch das Spiel für uns entschieden. Hast du deinem Trainer ein paar Tipps geben können, da du ja die Mannschaft sicherlich sehr gut kennst, weil es ja deine Mannschaft von letzter Saison ist? Ja, Tipps musste ich ihm eigentlich nicht geben, weil der Thomas ist eigentlich immer sehr gut informiert. Aber in ein, zwei Sachen bei den Standards hat er mich gefragt, wie sie ungefähr laufen und wer da kopfballstark ist. Aber im Prinzip hat er eigentlich alles gewusst. Also musste ich ihm keine großen Tipps geben. Bist du bei Oberachern glücklicher als bei Spielberg? Ah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich war in Spielberg mit der Mannschaft auch sehr zufrieden. Meine Einsatzzeiten waren halt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich meine, ich habe Regionalliga gespielt, das war sehr toll. Aber hier in Oberachern habe ich mehr Spielzeiten und ich spüre auch das größere Vertrauen vom Trainer. Und die Mannschaft ist auch super und von daher kann ich die Frage jetzt nicht entschieden beantworten. Du hast ja sicherlich mitbekommen, dass der plötzliche Rücktritt von SV Spielbergs Trainer Hartmut Kaufmann. Wie hast du diese Nachricht aufgefasst und was meinst du, wie es sich ausgewirkt hat? Also ich fand es schade, weil ich hätte gern gegen Hartmut gespielt und dann hätte sich der Sieg für mich noch ein bisschen besser angefühlt. Aber er hat seine Entscheidung getroffen und damit muss man einfach leben oder muss der SV Spielberg leben und eben einen neuen Trainer suchen. Warum wäre es für dich so reizvoll gewesen, gegen Hartmut zu spielen? Es wäre halt reizvoll gewesen, weil ich unter ihm nicht so viele Spiele gemacht habe. Aber und ich ihm eben zeigen wollte, dass ich spielen kann und dass er auf mich bauen hätte können, aber er es nicht unbedingt gemacht hat. Aber ja. Wie geht es jetzt für die Mannschaft weiter? Euer nächster Gegner heißt Hollenbach. Wir versuchen natürlich jetzt wieder durch den Kampf ins Spiel zu finden gegen Hollenbach und da eben was mitzunehmen. Ich meine, sie werden zu uns kommen auf dem engen Platz, da wird es wieder hoch hergehen in Zweikämpfen und da müssen wir uns eben durchbeißen und versuchen, das Ding nach Hause zu schaukeln.